Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte zu mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind den Brief laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie, diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, um ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und schrieb dann in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Lass dich nicht von der Gesellschaft prägen. Beurteile einen Fisch nicht nach seiner Fähigkeit zu klettern. Auch wenn du nicht der Beste in der Schule bist, heißt das nicht, dass du dumm bist.